Jo Freunde, was geht? Und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Und eigentlich kann man ja schon fast sagen, dass es Weihnachten ist. Auf jeden Fall habe ich mal wieder ein Special für euch. Falls ihr euch wundert, ja, das alte vorbei ist ja noch gar nicht vorbei, aber da hat sich der Jude gedacht, spielt ja mal ein bisschen Weihnachtsmann und kommt euch entgegen. Denn es ist ja mal wieder Weihnachten, liebe Freunde. Das ist es ja nicht jeden Tag. Es ist ja nur einmal jährlich. Und deshalb dachte ich mir, komme ich euch entgegen. Jetzt habe ich mein Headset ausgesteckt. Das ist natürlich nicht so geil. Ja. Komme ich euch mal entgegen und mach ein zweites Giveaway, denn das andere endet ja diesen Samstag. Das ist nochmal unten verlinkt, da könnt ihr noch teilnehmen. Aber dieses Mal gibt's was ganz Großes, ja. Und zwar insgesamt vier Sachen. Und zwar einmal eine Vulcan in Field Tested. Alles gerade frisch gekauft, ja. Sieht überhaupt nicht nach Field Tested aus, ja. Ich bin sogar euch da entgegengekommen. Ich hätte auch hier ein total scrappy Skin holen kaufen können. Aber Leute, ihr kennt mich, ich hasse scrappy Skins, also giveaway ich auch keine scrappy Skins, ja. Mit dabei hier ein Navi Sticker, ein Cloud9 Sticker, ein Fnatic Sticker und ein kenne ich nicht Sticker, ja. Keine Ahnung. Eine Fee? Ich habe keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall, das ist ein Item. Dann das zweite Item ist eine AWP Asimov in Battles Card. Sieht aber auch überhaupt nicht Battles Card aus. Ja, ich habe auch gesehen, die ersten paar Angebote auf dem Markt, alle schwarze Scope oder total scrappy hier. Ja, total scheiße. Nein, ich kaufe natürlich euch einen besseren. Hier drauf der Cologne 2015 Envy Sticker mit dem NPK und Kenny S. Und hier noch ein Fnatic Sticker, auch alles von der Dreamhack. Ah ne, halt hier, das ist von der Dreamhack. Von der Epoch, keine Ahnung wie die hieß, die in Rumänien oder Bulgarien und was es war. Und das ist auch noch Cologne 2015. So, das ist das zweite Item. Das dritte Item ist eine M4A1 Cyrex Field Tested. Nichts Außergewöhnliches, keine Sticker drauf. Aber Leute, man sieht das Field Tested überhaupt nicht raus, ja. Also kann man spielen wie ein FN. Das ist das dritte Item. Und das vierte Item ist eine AK Redline, auch in Field Tested. Wie ihr auch hier schon seht, so gut wie scratchless, außer hier hinten. Das ist aber der typische Redline Scratch und hier vorne. Aber sonst, ich habe auch wieder geguckt, nichts am Magazin, nichts hier oben. Bin ich auch wieder euch entgegengekommen. Hier zu sehen mit zwei Flipside-Stickern von der Katowice 2015. Und falls ihr euch denkt, ja wie, das gewinnt jetzt alle, das gewinnt jetzt einer? Nein, natürlich nicht. Also das geht raus an vier Leuten. Ja, das wird jeweils am gleichen Tag gezogen und zwar am 23. Dezember, damit ich euch dann, also das kann ich euch jetzt schon sagen, die Verlosung wird am 23.12. sein, aber ich möchte euch den Weihnachtsmann spielen und werde euch die Trade Offer am 24. an Weihnachten zukommen lassen und damit auch so ein bisschen Spaß dahinter ist. Aber auf jeden Fall wird es vier Gewinner geben. Die vier Gewinner werden dann jeweils wieder über random.org bestimmt, die dann nacheinander gezogen werden. Ich nehme keine Rücksicht, obwohl Also machen wir es so, ja, aufgepasst, wer diese Regel nicht befolgt, der kann nicht teilnehmen am Gewinnspiel. So, also entweder ihr schreibt rein, ich möchte an allen hier Verlosungen teilnehmen von allen Skins. Oder ihr habt die Chance reinzuschreiben, welche zwei ihr haben möchtet. Also zum Beispiel, ihr möchtet zum Beispiel nur die Vulcan und die, ja gut, nur die Vulcan und die Redline wird keinen Sinn machen, weil es zwei AKs sind. Aber ihr möchtet zum Beispiel die Vulcan, ja, weil ihr ein guter AK-Spieler seid. Und ihr möchtet zum Beispiel die Cyrex.
weil ihr zum Beispiel nicht so gut mit der Avis seid. Was möchtet ihr mit einem Avis-Skin, wenn ihr nicht Avis spielt oder so? Machen wir es so, ihr habt die Chance, entweder reinzuschreiben, ihr möchtet an allen Verlosungen teilnehmen von allen 4 Items, oder ihr schreibt mir 2 Items rein, an dem ihr teilnehmen möchtet. Wird dann zwar ein bisschen Arbeit für mich, aber hallo, es ist Weihnachten, es ist doch völlig egal. Ich habe Zeit, ich habe Ferien, nee, ich habe Urlaub, muss man so sagen. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefällt, denn wie gesagt, keine Scrappy Skins, kein gar nichts. Und das ist sozusagen mein Weihnachtsgeschenk an euch da draußen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach bei dem nächsten Video und bis dahin, tschüss.